Jo, hallo, begrüße euch, Freunde. Ja, ich stelle euch da mal wieder was vor. Habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen in meinen Videos. Ist mein neuer Spiritusbrenner, dieser Dox Siphon. Und ich bin mit dem Teil wirklich sehr zufrieden. Also, urklein hier im Vergleich zu einem Drangier. Und auch vom Gewicht her, ich denke 20 Gramm. Ich schreibe es in die Beschreibung. Ja, und er macht auch einen tollen Job. Wie ich schon einmal erwähnte, diese Jets von dem Teil zünden verdammt schnell, also auf alle Fälle schneller wie beim Drangier. Ich werde das da mal zu Hause machen. Und man kann auch dieses Evanew Topfkreuz verwenden. Das geht eigentlich perfekt auch. Macht einen guten Job. Und ja, ich wäre nicht der Bastler. Wenn man zum Beispiel eine LF besitzt, dann passt ja eigentlich der Drangier hier satt rein. Ja, was macht man hier mit dem Dog-Siphon? Ja, der fällt natürlich bis am Boden durch. Ja, dann hatte ich seine gute Eingabe zu Hause. Ich hatte ja noch einen alten Drangier, den ich hier mal die Bohrungen oben vorgebohrt hatte. Ja, den habe ich hier ganz einfach abgeschnitten. Habe ich den ausgeschliffen auf das richtige Maß und jetzt passt eigentlich mein Dog-Siphon satt hinein und ich kann ihn jetzt da hier ohne Probleme hier einstellen. Hat auch nicht das extreme Gewicht, aber zu 99% wird er sowieso betrieben bei mir mit den Evanew Botstand. Da ist das Ganze eigentlich optimal. Ja, und jetzt werden wir den ganz normal kurz anzünden auch, dass der mal brennt. Schauen wir mal, wir haben 2 Grad. Spiritus ist kalt. Und jetzt werden wir mal schauen, wie schnell er zündet. Ja, er brennt. Und die Jets haben eigentlich schon gezündet. Also echt gigantisch. Der ist wirklich blitzschnell. Also da kommt kein Drangier mit, so schnell ist das Teil. Gefällt mir extrem gut. Ja, löschen, es gibt natürlich keinen Deckel dazu, aber man nimmt ein Gefäß, stellt das eigentlich drauf und die Flammen sind erloschen. Ja, jetzt werden wir das Ganze mal probieren, wie schnell der Drang hier zündet, damit man sieht, wie lange der eigentlich braucht, bis die Jets zünden. Ich werde daheim noch einmal genauere Tests machen, wie lange die brauchen beide. So, der Drangier brennt. Er brennt immer noch nur aus der Mitte heraus. Ah, ich hätte jetzt gerne eine Uhr mitlaufen lassen, aber egal. Schön langsam kommen ein paar Flämmchen von den Jets herüben. Aber so richtig arbeitet das Teil noch nicht. Also immer noch relativ kleine Flammen. Und langsam werden sie jetzt größer, aber ich denke, das sind jetzt locker 20 bis 25 Sekunden schon vergangen. Ja, und der vergast immer noch nicht richtig. Ja, ich würde sagen, die Jets haben zwar noch nicht vollkommen gezündet, aber weit über 30 Sekunden.
Da ist der Kleine schon längst am Vergasen. Also. Jo. Wie gesagt, das wollte ich euch zeigen. Jetzt schön langsam kommt er in die Gänge. Und daher wird das auch mein neuer Begleiter werden. Ja, man kann das Ganze natürlich auch wieder hier zurückkehren, entweder mit einem kleinen Trichter oder normal füllt man den nicht so an, dann kann man das auch zurückkehren. Das funktioniert schon, nur diese Öffnung ist halt ein bisschen extrem klein. Ja, das wollte ich euch zeigen mit meinem kleinen Adapter. Vielleicht steht er auch dadurch etwas besser. Nicht so kippelig, aber ja. In dem Sinn sage ich einmal wieder Danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Ciao, Freunde.